In keiner Region wie im Allgäu sind so viele erfolgreiche Radsportler herausgewachsen wie im Allgäu. Und alle sind sie auch nach ihrem Rückzug altersmäßig aus dem Radsport im Allgäu geblieben. Sie eröffneten erfolgreiche Radhäuser wie in Isny, in Wangen. Insgesamt habe ich 12 erfolgreiche Fahrer mit ihren Radhäusern im Allgäu gefunden. Gerade Ratzenried mit einer bergigen, hügeligen Straßenlandschaft war prästinierend für die Radrenntage in Ratzenried. Leider sind sie vor Jahren eingestellt worden. Aber trotzdem hat es dem Radsport nichts angetan und Ratzenried noch immer ein wichtiger Wegpunkt in vielen Radsportstrecken im Allgäu.